Simon? Luisa? So sieht man sich wieder. Nein. Boah, warum denn so schreckhaft? Was wollen Sie von mir? Hat meine Mutter Sie geschickt? Ihre Mutter? Hätte sie denn einen Grund gehabt, mich zu schicken? Nein, natürlich nicht. Dann freuen Sie sich doch. Seit Ihrem Schlaganfall ist Ihre Mutter ja ein bisschen sentimental geworden. Die hängt auf einmal so an Ihnen. Ich hänge auch an ihr. Wissen Sie, woran ich hänge? Geld. Luxus. Ja. Luxus und Ruhe machen mich glücklich. Aber da gibt es einige Dinge, die meine Ruhe stören könnten. Zum Beispiel, wenn mir irgendeiner anfängt, Fragen zu stellen. Fragen? Was denn für Fragen? Ja, Fragen, wie ich sie sonst stelle. Wo waren Sie am so und so vielten um so und so viel Uhr? In welcher Beziehung standen Sie zu XY? Solche Fragen meine ich. Warum sollte jemand so etwas machen? Weil jemand anders sein kleines Plappermaul nicht halten kann. Ich werde niemandem etwas erzählen. Ist auch besser so, sonst fange ich nämlich an zu sprechen. Wer hat denn zum Beispiel Harald Becker auf dem Gewissen, werde ich erzählen? Oder wer steckt hinter der Erpressung von Simon Becker und gut, der kleinen Luise? Gut, ich habe verstanden. Gut. Sehr, sehr gut. Denn sonst rollt nämlich Ihr Kopf. Das meine ich nicht nur im übertragenen Sinne.